Nun also steht es fest. Martin Schulz wird keine weitere Amtszeit als Präsident des Europäischen Parlaments anstreben und stattdessen in die Bundespolitik nach Berlin wechseln. Wir werden Martin Schulz vermissen in Straßburg und in Brüssel. Wir werden insbesondere seinen unermüdlichen Einsatz für Europa, für die europäische Demokratie und seine Leidenschaft für das europäische Projekt vermissen. Martin Schulz wird eine Lücke hinterlassen, die sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin, wer immer das sein mag, wohl kaum wird schließen können. Er hat es in unnachahmlicher Weise geschafft, dem Europäischen Parlament mehr Geltung zu verschaffen. Er ist das Gesicht des Europäischen Parlaments. Er hat es als Parlamentspräsident geschafft, den Regierungschefs der Mitgliedstaaten auf Augenhöhe Paroli zu bieten. Damit ist er unsere Stimme, die Stimme der gewählten Vertreter und Vertreterinnen der europäischen Völker. Und diese Stimme wird gehört. Martin Schulz hat von Anfang an den Kampf gegen Rechtsextremismus in Europa aufgenommen. Er hat die Rechten in die Schranken gewiesen, innerhalb und außerhalb des Plenarsaals, für eine vielfältige und offene europäische Gesellschaft. Andererseits habe ich natürlich keine Zweifel, dass Martin Schulz auch in Berlin unsere europäische Fahne hochhalten wird. Er wird den nationalistischen Populisten, die in Deutschland Hass und Zwietracht sehen, mutig und entschlossen entgegentreten. Und er wird keine Grenzzäune oder Mauern dulden. Er kann ja gar nicht anders, weil Martin Schulz ein Überzeugungstäter ist. Und weil Europa und die europäischen Werte einen ganz wichtigen Teil seiner Identität ausmachen. Die Bundes-SPD jedenfalls darf sich freuen auf einen überzeugten und auf einen überzeugenden Europäer und Sozialdemokraten. Lieber Martin, für deine bevorstehenden Aufgaben wünsche ich dir alles Gute.